Die Geschichte geht also noch weiter und dieser Teil der Stadtgeschichte hier, der hat jetzt seine Endhaltestelle erreicht. Prägen Sie sich dieses Antlitz hier nochmal gut ein. Sie werden die kantigen Züge vielleicht vermissen. Die berühmte Baureihe 485, die seit DDR-Zeiten unermüdlich durch die Stadt kurft. Zwar zuletzt nur noch mit 24 Wagen, aber immerhin. Sie wird ausgemustert. Nicht irgendwann, sondern genau heute ist es soweit. Bei der letzten Fahrt war natürlich Uli Zelle dabei. Und zwar tatsächlich ganz vorne. Ein Abschied mit Volksfestcharakter von der Baureihe 485. Auf fast allen Bahnhöfen der Linien 8 und 47 den ganzen Tag über Fotografen und Gedränge. Freunde und Fans der S-Bahn, das ist wahre Leidenschaft und mehr. Da muss es eine Liebe sein. Richtig, so ist es. Ja, ja. Ist es eine Liebe? Ja, ist es, ja. Eigentlich die gesamte Geschichte der letzten 150 Jahre manifestiert sich auch in der S-Bahn. Und wenn dann so ein Fahrzeug, das 30 Jahre im Einsatz war, verschwindet natürlich auch ein Teil des Gesichts der Stadt. Und richtige S-Bahn-Fans haben heute ihr Archiv mit dabei. Die ersten Wagen dieser Reihe gingen 1987 in Ostberlin auf die Schiene. Kosename später Cola-Dose. Speziell die DDR-Seite von Berlin finde ich halt noch sehr schön. Und da spielen die Fahrzeuge halt auch eine gewisse Rolle dabei. Ich habe früher an der Ringbahn gewohnt und konnte direkt aus dem Fenster auf die Bahn gucken. Und habe mich jedes Mal gefreut, wenn da ein Zug vorbeigekommen ist. Und diese Liebe hält an, lässt sogar manche Ex-Berliner einfach nicht los. Wo kommen Sie her jetzt? Jetzt inzwischen aus Stade in Niedersachsen an der Unterelbe. Und dafür sind Sie extra für die S-Bahn jetzt nach Berlin gekommen? Genau, um hier noch den Abschied mitzumachen. Die Stars heute auf den Linien 8 und 47, die Zugführer. Seit 1982 fährt Steffen Laube seine 485. Es ist ein trauriger Abschied, muss man sagen. Man hat sie ja eben über 30 Jahre lang gefahren. Hat einen nie einen großartigen Stich gelassen. War ein schönes Fahren. Hat natürlich wie alles mal sein Wehwehchen. Aber auch sein Ende. Auch ein Ende, ja. Auch vor Laubes Zugführerkabine begeisterte Fans. Ich habe meine Leidenschaft letztes Jahr entdeckt. Und ich weiß nicht genau, was mich fasziniert, aber ich glaube einfach, die Technik davon. Dies hier ist halt eine Baureihe, die einzige, die so wirklich in der DDR in der Serie gebaut wurde und damit halt auch ein Stück Geschichte, teilweise auch ein Stück Geschichte von Berlin. Zu dieser Geschichte gehört auch, dass die Hälfte der Baureihe schon vor über 10 Jahren verschrottet wurde. Doch da neue Züge auf sich warten ließen, mussten die alten general überholt werden. 2011 ging sie dann wieder auf die Schiene. Seit 2 Jahren sind nun die Neuen am Zug. Die neuen Züge kommen von einem Konsortium aus Siemens und Stadler und die werden hier in Pankow montiert. Das sind also echte Berliner. Aus Berlin für Berlin. Die neue Zugreihe heißt nun 484 und ist seit 2 Jahren im Einsatz. Leistungsstärker, leiser, klimatisiert. Nur das Piepen stört so manche Fahrgäste. Für die letzten 24 alten Wagen war es heute die letzte Fahrt. Mach's gut, BR 485.